Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Ja, Freunde, heute machen wir, man könnte es fast optional nennen, die weiße Weltendenz. Ja, für die Leute, die jetzt extra nur für den Part reingeschaltet haben, die mehr darüber wissen wollen, noch einmal kurz erklärt. Wie bekommt man dieses pure Weiß und somit die weißen Events? Ganz einfach, ihr müsst Bosse töten. Immer wenn ihr einen Boss in einer Welt getötet habt, geht es eine Richtung mehr nach Weiß und wenn es zweimal verschoben wurde, ist es im puren Weiß und so muss das aussehen, mit der Ausnahme von dem Palast von Boletaria. Was aber nichts macht, denn die weißen Events von dem Palast haben wir bereits gemacht. Das haben wir kurz nach dem Besiegen des Turmritters gemacht. Ich habe es auch pures Weiß genannt, also ihr dürftet das relativ schnell finden. Die anderen vier stehen noch aus. Wichtig, um dieses Weiß nicht zu verlieren, ihr dürft nicht menschlich sein, beziehungsweise nicht in eurer Körperform. Denn wenn ihr das seid, dann, ja, und dann stirbt, dann geht's eins in Richtung Schwarz. Und das ist dann im ersten Durchgang nicht unbedingt wieder gut zu machen. Deswegen aufpassen und am besten immer in Seelenform rumrennen. So viel dazu. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum bin ich in Welt 1, wenn wir da doch schon alles gemacht haben? Weil wir hier ein paar Extras noch machen möchten, die ihr mir empfohlen habt. Und erst danach beginnen wir mit der weißen Weltendenz. So, wir sind hier am Keilstein des Turmritters und gehen nochmal zurück. Ihr wisst nämlich, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und ich habe mich schon gefragt, wo wird der denn passen? Und das zeige ich euch eben jetzt. Ich werde am Ende des Parts auch ein paar Leute grüßen, die mir hier wirklich super geil geholfen haben. Das muss ich ja immer wieder sagen. Also ohne euch... Boah, komm, ist gut jetzt. Ohne euch hätte ich das überhaupt nichts geschafft hier. So. Der ist kein Problem mehr. Und hier diese Tür... Ups, was hast du für mich? Ah, danke schön. Diese Tür müsste jetzt aufgehen. Jawohl, der eiserne Schlüsselring. Yay, schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Ja, die meisten wissen es eh schon. Ich habe das in meinem ersten Durchgang auch schon mal gemacht. Man hört schon wieder dieses unheilvolle Atmen. Klingt echt beunruhigend. Oh Mann. Als ob da unten was ganz, ganz Großes auf uns warten würde. Ist jemand hier? Hallo? Ich hoffe, dass... Na egal, wir töten den jetzt. Wieder so ein Blödmann. Wie kann ich ja leiden, ey? Wie ich euch leiden kann. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen. So. Ganz schön träge bist du mit deiner fetten Hellbarte. So, wir haben den blutigen Eisenschlüssel bekommen. Der ist für ein weiteres Event wichtig, was ich euch gleich im Anschluss zeigen möchte. Das habe ich noch nie gemacht, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt gucken wir uns aber erst hier noch ein bisschen um in diesen Zellen. Da ist zum Beispiel was für uns. Eine Heldenseele, dankeschön. Ich weiß nicht, ob wir die weißen Events alle in diesem Part schaffen. Wenn nicht, dann machen wir im nächsten natürlich gerade so weiter. Okay, da gehen wir gleich gucken, ist hier noch was? Und wir werden auch nahtlos mit den schwarzen Tendenzen anfangen. Als ich das letzte Mal aufgerufen habe, wenn ihr Bock habt, zählt mir doch mal alle weißen Events auf, dann wurde das prompt gemacht. Ja, ich bin mal so frei und den gleichen Aufruf mache ich auch für die Schwarzen, weil das ist wirklich super von euch. Ihr müsst es ja nicht tun, aber wenn ihr Bock habt, dann ist echt geil. Dann kann ich mir das schön abschreiben und habe hier eine Liste und klappert das einfach ab. Grüße gibt's wie gesagt später. Hier haben wir jetzt einen Kerl befreit, den gucken wir uns doch mal genauer an. You killed that vile insect and saved me. I am Kolbjor, the other of the twin fangs of Boletaria. I thank you. You deserve a handsome reward. Only I have none. Go ahead. I shall sleep a while. Okay. Warum hat eigentlich jeder, aber wirklich jeder in Demon und Dark Souls so eine dreckige, ironische Lache? Warum? Egal. Jo, der schläft. Lassen wir ihn schlafen, der wird später noch wichtig. Schauen wir uns hingegen noch ein bisschen hier um. Bevor wir dann zum nächsten Event stiefeln. Ich höre immer noch dieses Atmen, ey. Das macht mich krank. Das macht mich so krank. Kann ich das zerstören? Yay. So, okay, da habe ich alles geöffnet, aber da hinten war noch ein Durchgang. Das will ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Was ist denn das, eine Kristallechse? Ja klar, es ist eine Kristallechse.
Ja, mal gucken. Kristallechse. Obwohl, mit dem Bogen wäre es einfacher. Habe ich noch Pfeile? Ja, ein paar habe ich noch. Voll in der Poppes. So, das war's auch schon mit der Kristallechse. Haben wir schön gemacht. Sparen wir lieber Magie. Ist besser so. So, und vorsichtig, da könnt ihr noch sonst etwas lungern. Ja, wir erinnern uns, wir waren schon mal auf der anderen Seite, aber wir waren noch nie auf der Seite. Schön. Genau, dieses Item haben wir da immer gesehen, kam nie hin. Und jetzt haben wir es nämlich. Ein Turmschild. Schon wieder. Hört ihr mit euren Turmschildern. Schlägt ja richtig um euch damit. Macht nichts. Wir haben ja erst unser Inventar geleert. Und da ist das nicht so tragisch. Ja, das war's hier. Und ich lasse euch jetzt auch gleich, dabei. Normalerweise muss ich natürlich in diesem Part viel cutten. Vor allem, wenn wir die Welten wechseln. Sonst wird das viel zu lange dauern. Es sind ein paar Laufwege dabei. Die Welten an sich kennt ihr ja bereits. Ich will euch ja nur die Events dann zeigen. Aber hier lasse ich euch jetzt drin, weil das ist ein Katzensprung. Warum höre ich jetzt hier Feinde? Na, egal. Vielleicht hat sich auch nur dieser Pure einfach mal umgedreht. Oh Mann, da fragt man sich echt, für was? Na egal, wir rennen jetzt da hinten hin. Ihr erinnert euch vielleicht, da hinten kommen gleich die Hundis. Und ich dachte, mit dem Schlüssel könnte ich das da öffnen. Das wird eine Abkürzung. Ist aber nicht so. Das ist was anderes und das habe ich noch nie gemacht. Jetzt werde ich erstmal die Hunde killen, dann muss ich was noch ändern hier. Also wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Weltentendenz zu tun. Das geht immer, was ich hier noch mache. Erst danach geht's los. So, da waren noch zwei der Hunde normalerweise da. Ja, beruhig dich. Ist doch nur ein blöder Kletter. So. Okay. Wenn ich euren Tipps trauen darf, und ich traue euch eigentlich immer, werden wir jetzt die Ministerkappe anziehen. Yay. Moment mal, ich muss hier kurz mein Handy auf stumm schalten, weil ich glaube, ich werde gleich angeklingelt und das wäre jetzt fatal. So. Okay, wir haben die Ministerkappe angezogen. Diesen hässlichen... Ey, aber irgendwie steht er mir, oder? Also irgendwie sieht er stylisch aus. Jetzt mal ohne Mist. Ich weiß, an den Fetten sieht das scheiße aus, aber hey, guck mal. Ihr könnt ja mal voten, ob ihr den toller mir findet. Also ich finde das geil. Vor allem mit dem Rest. Es passt irgendwie. Na, auf jeden Fall, wir müssen den anziehen jetzt. Um jemanden auszutricksen. Wir benutzen den blutigen Eisenschlüssel. So. Jetzt, jetzt wird's spannend für mich, weil wie gesagt, was jetzt kommt, ist neu für mich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin soll. Da allein erstmal drauf zu kommen, ist auch so eine Sache, was man gleich tun muss. Okay, das ist wohl die Sackgasse hier, oder? Nein, da geht nichts, okay. So, gehen wir da rein. Hier müsste jetzt gleich was passieren. Ah, okay. Immer weiter durch die enge Gasse. Okay, Freunde. Auch hier benutzen wir nochmal unseren blutigen Eisenschlüssel. Wir kommen in diesen Turm. Mhm. Ganz schön abseits, dieser Turm. Was wird denn da bewacht? Oh, das sollte ich besser sagen. Wer? So. Oh Mann, ich hoffe, das klappt, was ihr mir da gesagt habt. Das klingt schon fast so skurril. Zumindest für einen Demon's Souls. Okay, immer weiter. Wahrscheinlich bis zur Turmspitze. Ja. Ihr habt das Lachen gehört. Und der Typ hat mich für einer seinesgleichen verwechselt. Deswegen hat er mir geöffnet. Ansonsten würde ich da nie hochkommen. So sieht's aus. Jetzt kann ich ihn töten. Der wird ganz schön doof gucken, oder? Wenn ich ihn treffen würde. So. Ja, bis du mal in Wallung kommst, Junge, habe ich dich geschnetzelt. So, und jetzt ganz wichtig. Hut abziehen. Unglaublich wichtig. So.
Weil da hinten sitzt jemand und das ist eine Verbündete. Würden wir jetzt den Hut noch anlassen, würde sie denken, wir sind der Feind und sie greift uns an. Aber so weiß sie, wir sind auf ihrer Seite. Hallihallo. Wer bist denn du eigentlich? Wie siehst du aus? Oh, da ist ja wirklich eine hübsche Frau hinter dem Hut. Wer hätte es gedacht? Heavens, you came to save me. Thank you. No, I'm fine. With a little rest, I can soon walk. Okay. Das ist Yuria die Hexe, wenn ich mich nicht irre. You go on ahead. I do not wish to be a dead weight. Genau, und damit hätten wir das erledigt. Gibt's hier Schätze? Nein, hier gibt's keine Schätze. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir das gemacht haben. Denn wir sind Magier, sie ist eine Hexe. Wir können uns miteinander paaren und... nein, Quatsch. Sie hat natürlich dann was Feines für mich. Das werden wir uns dann gleich im Nexus angucken. Und der Ring der Verfluchten, das habe ich ja noch nie gehört. What is that? Wenn wir gleich mal angucken. Ring der Verfluchten. Klingt ja jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Zieht Angriffe von Feinden auf sich. Toll. Moment. Vielleicht ist es wirklich so ein verfluchter Ring, den man dann auch nie wieder abziehen kann oder so. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas hat. Ich will mir mal die Beschreibung lesen. Ein dünner goldener Ring in der Form einer Schlange zieht die Angriffe aller Feinde auf den Träger. Einst wurden Verbrecher mit diesem Ring ausgestattet, woraufhin sie immerfort mit Steinen beworfen und angepien wurden. Ah, das ist ja mal angespien. Das ist ja mal mies, ey. Also wer will denn damit rumrennen? Ring der magischen Natur. Was ist denn das jetzt schon wieder? Wird ja immer besser hier. Lalala, verbessert das Zaubergedächtnis. Okay, gut, das ist selbsterklärend, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Gut, 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 gut. Ich würde sagen, dann machen wir uns auf in den Nexus. Ist ja jetzt nicht so weit. Vor allem haben wir aufgeräumt. Wow! Ja, ja! Ich mache natürlich Eilkurs in den Tod oder was. Nee, wir haben es zum Glück überlebt. Gut. Okay, Freunde. Jetzt gucken wir uns mal an, was Yuria uns zu bieten hat. Vielleicht was Feines. Ich glaube, mir wurde auch was empfohlen und das werde ich mir dann auch holen. Mal schauen. Ein neuer Zauber könnte es sein. Es ist echt ein bisschen verwirrend, wenn man Demon und Dark Souls zugleich spielt. Und dann kommen eure unglaublich wertvollen Tipps. Aber manchmal muss ich erst zweimal überlegen, war das jetzt ein Tipp von Dark Souls oder Demon's Souls? Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, dass Yuria es war, die mir einen besonderen Angriffszauber gibt. Im Tausch gegen eine Dämonenseele. Wir werden es gleich wissen. Damit ist Welt 1 abgeschlossen. Also die Nebenquest zumindest. Obwohl, es gibt noch eine kleine Sache, aber die zeige ich euch erst. Ja, wann zeige ich euch die eigentlich? Muss ich mal jemand schlauen von euch fragen. Aber jetzt nicht hier, weil ich will nicht spoilern. Mache ich mal per PN oder so. Natürlich gibt's hier noch was zu tun. So, wo ist jetzt Yuria? Der andere Typ, der gepennt hat, der könnte jetzt auch hier sein, da ist er nämlich. Do you intend to challenge the king? You may be a great demon hunter, but I fear you may not be ready. The king is defended by the black swords of mighty knights and a fire-breathing dragon. They defeated even myself. That's how I ended up in the dungeon. Beware the limits of your own power. Ja. Hast du noch was zu sagen? Beware the limits. Okay. Ja, der Typ hätte uns übrigens auch beim Durchdringer geholfen. Den habe ich verwechselt mit dem anderen. Somit hat sich alles geklärt. Aber er wird uns dennoch noch von Hilfe sein. Und der andere ist sowieso auch. So, ich vermute einfach mal, dass Yuria hier irgendwo rumhockt. Das wird ja eigentlich passen. Das ist so die Magier-Ecke. Und tatsächlich, da hinten ist sie. Mal schauen. Hello again. You saved me from great agony. I am sorry, for I cannot offer proper thanks. If you wish, however, I can teach you magic in trade for demon souls. But my witchcraft is of a dark nature. And arouses suspicions. Why not try the magic of great Sage Freyk? Ach du, ich hab nichts gegen auffällige Magie. Komm, machen wir. Are you certain you wish to learn witchcraft? It would honor me to assist one such as you, but
Are you sure? Ja, ich will ein Hexer werden. Wir reden aber noch mal mit dir. Once I lusted after the power offered by demon souls. I ventured through the fissure into Boletaria, but became trapped in the Nexus. Then the King's Executioner, Miralda, chained me up inside that tower. My thirst for demon souls is no more. On the contrary, I find such power dangerous. Okay, dann zeig mal, was du hast. Mir wurde, wenn ich mich nicht irre, der Feuersturm empfohlen. Ich wollte ja eigentlich nicht auf Feuer gehen. Aber die wurde mir wärmstens empfohlen von einer Drachengott-Dämonenseele. Ich meine allein, ne, die Hingabe. Zauber der Seele des Dämonen-Drachengott umgibt den Wirker mit einem Feuersturm. Dieser Zauber spiegelt die rohe Gewalt des Drachengotts, des Sultan des Chaos, wider. Seine verheerende Flamme ist unbezähmbar. Kostet allerdings 3 Magieslots. Will ich das? Will ich das? Ja gut, ich würde den Drachengott Dämonenseele würde ich sowieso nicht mehr ausgeben. Von daher, was gibt's denn noch hier? Linderung. Gewürt dem vollkommene Erholung. Ist natürlich auch was Nettes. Vollkommene Erholung vor allem. Naja, aber ich würde es halt nicht ausrüsten. Ich will halt mehr auf offensive Angriffskraft setzen. Seelendurst. Beim Töten von Feinden werden mehr Seelen erbeutet. Eigentlich auch ganz nett. Waffenfluch. Verstärkt und verflucht die rechtsgeführte Waffe. Durch Fokusgegenstand in den linken, okay. Die Feuerbrunst wird so eine schwächere Version des Feuersturms sein, nehme ich mal an. Klingt zumindest danach. Gut, ich hol's mir einfach. Komm, was soll's. Dann schauen wir uns mal an, was der Feuersturm so kann. So. Die Frage ist, ob ich es jetzt auch merken will. Das ist wohl eher weniger mein Ding. Ich weiß nicht. Der Seelenzugfall ist ja ganz nett. Im Grunde. Trotzdem, er frisst halt 2. Wenn ich jetzt... Oder wenn ich... Ach, soll ich den Ring anziehen? Aber dann bin ich nicht mehr gegen Dieb geschont. Oder soll ich noch ein bisschen leveln, damit ich mehr Slots habe? Einer mehr würde reichen. Dann kann ich ja mal den Seelenzugpfeil rausnehmen. Ich glaube, so werde ich es machen. Ich werde noch ein bisschen offline leveln, bis ich einen 4. Slot habe. Die Premiere des Feuersturms muss dann noch ein bisschen warten. 100 MP ist natürlich auch unglaublich teuer. Also, puh. Ach, vielleicht ist das eher was für New Game Plus. Ich weiß ja nicht. Ist halt alles ein bisschen hoch angelegt für den ersten Durchgang. Naja, ihr könnt ja da euch noch weiter dazu äußern, wenn ihr möchtet. Thank you. I hope that my witchcraft may be of some help. Okay. Gut, dann hätten wir das erledigt. Dann, Freunde, fangen wir jetzt endgültig an mit... mit der Weltentendenz. Wie gesagt, Welt 1 haben wir schon gemacht. Kurz nach dem Turmritter haben wir alles gemacht. Und wir legen los. Weiße Weltentendenz, Welt 2. Ich mache einen kleinen Cut. Bis gleich. Yo, Freunde. Wir befinden uns in der zweiten Welt. Fangt am besten bei 2-2 an, beim Keilstein. Wichtig ist, um dieses weiße Event zu absolvieren, ihr braucht dafür etwas, nämlich den Drachenknochenbrecher. Den haben wir beim Drachengott bekommen, allerdings auch nur, wenn die Weltentendenz auf pur weiß ist. Also nur dann kann man es rausziehen, so ist zumindest meine Erinnerung. Wir werden das fette Teil jetzt ausrüsten, auch wenn wir damit nicht umgehen können. Oh, sieht schon geil aus, oder? Also ich weiß noch, mein Nahkämpfer damals, der ist damit rumgerannt zum Teil. Und ja, ich bin dann nach dem Keilstein von 2-2 bin ich nach rechts gerannt, da wo man Richtung des Flammenschleichers am ehesten, also am schnellsten hinkommt. Ihr erinnert euch vielleicht, wo man immer und immer wieder so schrittchenweise runterrennen muss. Und jetzt, boing, lassen wir uns wieder auf dieses Plateau fallen. Und hier ist auf einmal jemand. Ja, der war früher noch nicht da, den gibt's nur... bei Weltentendenz weiß. Hallihallo. Ich lasse die Ex jetzt einfach mal sein und will mit dem Kerl reden. Egad! Oh, you nearly frightened me to death, creeping up on me like that. My name is Skurver. I seek treasures of the unknown. I'm impressed you've come this far. Were you guided by a sixth sense or a brash imprudence? Either way, you've more skill than I. Let us put that skill to work. There is a temple beyond here, below the ground. It is a work of art, molded by the ancient burrowers to appease the bones of dragons.
As a precaution, a broadsword which can crush bone and slay dragon is stored in the temple. Truth told, it is the laughing stock of many a swordsmith. They say it's as blunt as a bludgeon. A dull blade meant to slay a dragon. Curious, is it not? I would search for it myself, but I'm afraid I'd fare poorly against the demons. If you happen to come upon the sword, please let me have a look at it. This place is magnificent, eh? The bones of dragons exuding awe. A dream come true. Yo, er hat uns jetzt quasi das Quest gegeben, aber wenn er mal richtig gucken würde, ich hab's doch schon in der Hand. Wonderful. The arts of swordsmanship applied in a perfectly useless manner. Oh, do not mind me. Thank you, it was a pleasure. Please, take this as a small show of thanks. Take care of that sword, will you? She's a beauty. Jo, wir bekommen einen reinen Graustein. Ja, tolle Sache, ne? Take care of that sword, will you? She's a beauty. Okay, ich weiß nicht so recht, was ich mit dem grauen Graustein machen soll, aber wir lassen ihn einfach mal. Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal wegen den schwarzen Tendenzen hin. Ach, jetzt habe ich mir diese Items wieder nicht geholt, ne? Ob ich mir sie jemals holen werde. Aber ich glaube, sie sind es auch nicht wert. Naja, wie dem auch sei, wir machen weiter mit den weißen Welten, Tendenz, Events, Welt 3. Jo, Leute, Welt 3 war ein Satz mit X, das haben wir ja schon gemacht, ich hätte es fast vergessen. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem nochmal ganz kurz zusammenfassen, was zu tun ist für diejenigen, die keinen Bock haben, in die älteren Parts nachgucken zu müssen. Deswegen sage ich es auch nochmal kurz, Welt 1. Welt 1 ist es ganz einfach, ganz am Anfang, wo ihr das Spiel beginnt, in 1-1, da müsst ihr einfach links die Treppe runter, da ist dann das offen, da gibt es auch ein paar Phantome zu killen und ja, ein paar Items zu ergattern, das war es auch schon. Hier muss man in Welt 1, in Welt 3, 2 auf einen dieser Türme, da ist auf einmal weiter oben im Turm die Turmspitze nicht kaputt, da kann man dann die Treppe weiter hoch. Dort ist ein Schlüssel, mit dem Schlüssel öffnen wir hier diese Gefängnistür und befreien diesen Kerl, der uns, glaube ich, nichts gegeben hat, aber da gab es eine Magierrüstung. Die Magierrüstung muss ich mir schon angeguckt haben. Und letztendlich, entweder habe ich sie gerade an oder sie hat mir nicht gefallen, ich weiß es nimmer. Was man dann noch machen kann, ist hier weiter runter zu rennen. Das haben wir aber auch schon gemacht, ich zeige es euch trotzdem schnell. Damit wir das alles drin haben in einem Part, das wäre doch richtig schick, oder? So, da ist mein überhaupt nicht geliebtes mehrarmiges Teil. Das lassen wir einfach mal in Ruhe, das ist mir viel zu aggro. Hier! Diese Tür ist offen in der weißen Weltentendenz. Da kann man dann hoch. Und da kommt dann ein Gefängnistrakt, wo man sich richtig schöne Sachen holen kann aus den Zellen. Glaube ich zumindest, dass das so war. Hier nicht. Ah, hier. Ja, hier haben wir aber alles schon gecheckt, wie ihr seht. Ich habe jetzt keinen Bock, zu dem Seelenfänger da zu gehen. Wieso nenne ich den Seelenfänger? Na egal. Irgendwie passt's ja. Okay, gut. Das so viel dazu. Auch in Welt 4 haben wir bereits etwas gemacht. Wir haben uns nämlich schon das Schwert Makoto geholt. Genau. Ich werde es euch in Kürze sagen, wo es das genau gibt, dieses Makoto. Oder nein, ich sage es euch jetzt schon. Nämlich in 4.2, ihr erinnert euch, die Falle mit Patches, wo man hinuntergestoßen wird. Genau an der Stelle liegt ein Schwert an der an so einer Steinspitze, wo man nicht rankommt. In der Weltentendenz weiß, liegt es daneben und man kann es sich einfach aufsammeln. Dieses Schwert braucht ihr, um etwas in 4.1 zu erledigen. Und das machen wir jetzt. Yo, Freunde, da sind wir nun in Welt 4.1. Und da in der linken Hand habe ich das Makoto-Schwert. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht für einen Magier. Eigentlich interessant, aber wir haben... Ups, jetzt habe ich es rausgenommen, ich Idiot. Ja, ich weiß, es ist nicht effektiv, denn uns fehlen noch gewisse Werte. Ach, benötigt Stärke 18 ist eigentlich kein Ding, ne? 18 könnte man eigentlich noch hinbekommen. Was haben wir denn gerade? Ich sehe es hier nicht. Naja, wenn man es sich mal vergleicht mit unserem Halbmondfalchion, das ist eigentlich interessant.
Aber gut, es hat dafür keinen Magieschaden und das finde ich ein bisschen blöd. Wobei diese Blutungseffekt, das ist nicht schlecht. Nee, aber wir werden es nicht benutzen. Wir brauchen es aber. Sieht ein bisschen aus wie das Schwert von Sephiroth, so das Masamune, so ein ganz klein bisschen. Aber gut, das gehört hier jetzt nicht her. Ja, shit. So habe ich das nicht geplant. Ich muss es kurz abziehen, weil da ist nämlich ein Feind. Den müssen wir ja zuerst mal killen. Aber da rechts seht ihr jemand stehen und genau zu dem wollen wir. Was ist denn jetzt mit dem? Will er mich nicht angreifen? Ach, der sieht mich wegen dem Diebesring. Echt. So, man hört ihn schon. Okay, was hast du mir denn anzubieten, du mysteriöse Gestalt? An irgendjemand erinnert mich der. Komm gerade nicht drauf, egal. I am Satsuki. I seek a keepsake of my father. Have you seen the sword inscribed? Makoto, I will offer you demon souls if you can help me find it. Jo, wir haben's und wir werden es ihm auch geben. Wobei, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob wir es ihm geben oder nicht. Es kommt aufs Gleiche raus, was passiert. Naja, schaut selbst. Expecting the Makoto to warm up to you. Nonsense. Your very touch soils her impeccable hilt. May you plunge to the depths of hell for your unsavory insolence. Jo, er greift uns nämlich an. Das wäre so oder so passiert, wurde mir gesagt. Mein Gott, ich wollte es dir doch zeigen. Oh, ich muss aufpassen. Warte mal. Nicht, dass ich vor dem sterbe. Das wäre natürlich übel. Oh. Okay. Cool bleiben. Ja, ist ein bisschen einer von der schnellen Sorte. Das ist mir oft ein kleines Verhängnis. Aber naja, es wird schon gut gehen. Okay, einmal treffe ich ihn immer, aber dann war ich halt ziemlich gekonnt aus. Aber jetzt nicht. Jo. Verhandeln solltest du nochmal üben, mein Freund. Wir bekommen seine Seelen, das war's. War jetzt nicht so besonders. Weiß nicht, hätte ich ihn nur einfach, ohne es auszurüsten, ansprechen sollen, dass ich es ihm geben kann? Wahrscheinlich, ne? Egal, jetzt haben wir es vermurkst. Dürfen wir wenigstens das Schwert behalten. War aber so oder so nichts Besonderes, von daher. Ja, das war's, wie gesagt, auch schon von der Weißen Welt in der Dance Welt 4. Aber ich möchte euch noch was davon, abseits davon zeigen. Wo das genau war, weiß ich nicht mehr. Irgendwo hier in 4.1. Ich geh's mal suchen. Und sobald ich fündig wurde, schalte ich euch wieder rein. Also, bis gleich. Jo, da sind wir nun. Ich hoffe, ich finde jetzt die Stelle, wo ich hin will. Ja, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, da war's, okay. Nämlich die Leiter hoch. Da sind wir noch nie hochgegangen. Beziehungsweise, vielleicht waren wir mal kurz dort und sind dann gleich wieder abgehauen. Aber hier ist auf jeden Fall noch etwas, was wir nicht gemacht haben. Ob das die Stelle ist, wo ich eigentlich hin will, weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall liegt hier Zeug. Und das wäre zum einen eine Heldenseele. Und hier geht's weiter. Da liegt noch was. Nämlich, nicht runterfallen bitte, eine Wolkensteinscherbe. Und hier haben wir, oh, so einen tollen Augenstein. Super. Ist aber nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich guck eben mal, ob man hier vielleicht irgendwo runterspringen kann oder so. Ich sag's mal so. Ah, da will ich hin. Das ist mein Ziel. Ja, und wenn ihr so ein großes Nest seht, Dark Souls-Kenner können sich vorstellen, warum ich da hin will. Ich schau mal eben, ob ich da jetzt eben schnell mal hinkomme oder muss ich. Ja, ich würde gerne runterspringen. Das ist aber nicht so einfach, denke ich. Ich glaube, da werde ich euch nochmal rauscutten. Das dauert, bis ich dort bin, oder? Wenn ich Pech habe, ist das sogar in 4.2 das Gebiet, wer weiß. Ich weiß es gar nicht so genau. Ne, da bin ich dann wieder am Anfang. Komme ich da irgendwie dann hoch? Ne, das dauert mir zu lang, Leute. Ich will nicht blöd rumlaufen. Das soll ja ein hilfreicher Part sein, kein verkoftelter. Deswegen bis. Moment mal, was sind das da hinten? Achso. Das ist nur so ein Schalter, das haben wir bestimmt schon mal gemacht. Okay, bis gleich. Jo, eigentlich hätte ich euch auch drauf lassen können, denn es ist schon in der Ecke, wo wir angesetzt haben. Ganz am Anfang, da war die Treppe hoch. Wir waren hier schon mal, allerdings sind wir dann in eine andere Richtung weitergegangen. Ihr erinnert euch, hier oben waren die Bogenschützen, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Hier sind wir dann runter, so weit, so gut.
Da sind wir ja dann zu diesem extra Erzdämon gegangen. Ach Quatsch, Erzdämon. Dieser Zwischen-Mini-Boss sozusagen. Aber das machen wir diesmal nicht, weil der ist sowieso nicht mehr da. Da war ja einmalig. Also da runter zum Beispiel. Nein, wir gehen nach oben. Das haben wir komplett vergessen das letzte Mal. So, und wir gehen auch nicht darüber. Wobei, war ich hier schon mal? Ich gucke eben mal kurz. Moment. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nein, hier waren wir auch noch nicht. Deswegen... Oh, ein Komposit-Langbogen und leichte Pfeile. Ja, warum auch nicht? Schön. Schöner Bogen. Gut. Aber das wollten wir nicht unbedingt machen. Wir wollten dahin. So. Bisschen in die Natur. Die Luft schnuppern. Ah, den Himmel genießen. Items aufsammeln. Augit der Führung. Hohoho. Und da sind wir nun, Freunde. You scary. Give Sparky me. Give Twinkly me. Me. You. Trade. Trade. Give me Sparkly Twinkly. Ja, das ist Sparkly. Auch er möchte Glitzer Glitzer haben und gibt uns dafür was anderes. Ich habe in Demon's Souls Wiki geguckt. Momentan gibt es nichts Interessantes, was wir ihm wirklich geben können. Also, ich habe da jetzt auf nichts so, was ich sagen muss, okay, das muss ich einfach machen. Ich habe mir jetzt auch nichts gemerkt, ehrlich gesagt. Ich schmeiße ihm einfach dieses Augit der Seelen jetzt. Nein, das geht ja gar nicht, okay. Dann schmeiße ich ihm eine Wolkensteinscherbe hin. Einfach so, weil es bestimmt glitzert. So. Und? Wie findest du es? Sagt gar nichts dazu. Ich hoffe, das ist auch der richtige, das richtige Fleckchen, wo man es hinlegen muss. Aber ich denk's doch mal, ne? Und dann... Oh, da hinten ist noch ein Item. Das oh, was ist das da? Oh, das müssen wir uns auch noch holen. Ja, ich werde jetzt den... Was? Ja, ich hab dir schon da was hingelegt. Wehe, du siehst das nicht. Ich werde jetzt mal den altbekannten Trick machen, die Partie beenden und wieder reingehen. Und dann müsste da was anderes für uns liegen. Das kennen wir natürlich von Snuggly, der Krähe. Ist genau das gleiche wie bei Dark Souls. Wie gesagt, ich habe bei... schaut euch ruhig mal an bei Wikipedia, da gibt's schöne Listen, was man alles bekommt. Man kann da relativ einfach die paar Gräser oder Pfeile farmen, wenn man es drauf anlegt. Ich habe das jetzt aber nicht vor. Hier und da gibt's natürlich auch ein paar seltene Ringe, aber nichts für uns jetzt. So. Ja, aber anscheinend haben wir es falsch gemacht. Hier liegt nichts. Oder er hat es einfach nicht gewollt. Vielleicht sagt er zu den Dingen, die er möchte, sagt er vielleicht was. Habe ich denn was, wo ich hundertprozentig weiß, dass er Bock drauf hat? Nee, ich habe keine Ahnung, was er jetzt gerade will. Ein Seelenrest vielleicht. Da. Kriegst aber nur eins. Ah. Okay. Jetzt werden wir das hinlegen. Das ist... Ein Gemachsheld kann das uns nicht gleich geben. Immer dieses Aus- und Einlocken, das ist ein bisschen altbacken. Aber egal, so viel Zeit muss sein. Einmal möchte ich es einfach nur gezeigt haben, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann machen wir auch schon weiter mit Welt 5. Und das ist ja dann auch schon die letzte für diesen Part. Ich denke, zeitlich sind wir da gut dabei. So, dalle. Bei Welt 5 gibt es gleich zwei Dinge zu tun. Einmal in 5.1. Und einmal, ja, so eine Mischung aus 5.2 und 5.3, das zeige ich euch dann. So, habe ich jetzt was bekommen? Jawohl, da liegt was für mich. Nämlich weiße Pfeile. Yay. Ja, ist gut jetzt. Du hast jetzt genug erstmal. Also, nur damit ihr es wisst, auch in diesem Spiel gibt es wieder die Krähe. So, und was haben wir hier noch übersehen? Toll, ich bin sowas von nicht begeistert. Ach, ich wünsche mir die Sturzattacke von Dark Souls. Egal. So, haben wir auch das noch. Gut, sind wir wieder hier und ich würde sagen, wir sehen uns dann letztendlich natürlich in Welt 5. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Wir sind in 5.1 und um diese Stelle zu finden, ganz einfach, geht so weit runter, bis ihr zum allerersten großen Riesen kommt. Ja? Sobald der erste Riese kommt, an der Stelle... Schaut euch mal da genau um. Bei der weißen Weltendenz ist hier eine Leiter. Und die benutzen wir jetzt. Ja, ist doch mal nett, ne? Bisschen unauffällig. Also, das sind so Sachen, wisst ihr, normalerweise, ich benutze keine Hilfen und Bücher oder euch oder sonst was. Ja, euch eigentlich schon, aber
Wer hat schon Bock, nochmal in dieses hässliche Gebiet zu gehen, mal ganz ehrlich? Um dann so eine Leiter irgendwo zu finden. Also das sind so Sachen, so optionale Dinger, so Spezials, die kann man ohne Hilfe doch kaum finden. Vielleicht mal mit riesengroßem Glück. Durch einen unglaublichen Zufall. Aber letztendlich, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall ist dieses Gebiet neu hier und mein Gott, hätte ich eine Höhenangst. Das würde mir nicht taugen. Gott, seid ihr... Das ist doch ein großer, oder? Wollt ihr mich jetzt echt mit großen... Ah, ne, das sind kleine. Das kann man manchmal gar nicht so abschätzen, wenn die auf einen zukommen. Das tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Ja, ist doch gut, ey. Muss mich gleich nicht anspringen wie so ein Tier. Okay, gut, gehen wir mal da rein. Hi. Ja, ist gut. Knuddel wen anders. Ja, zum Glück sind wir mittlerweile doch ganz gut dabei. Die machen kaum noch Schaden. Und hier ist unser kleiner Schatz. Und unser großer Schatz ist auch da. Hi. Okay, jetzt müssen wir doch nochmal gegen so einen Dicken kämpfen. Ich hab doch so Ehrfurcht vor den Viechern, ey. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt treffe ich natürlich nicht, wegen dem blöden Pfosten. Komm. Und den Rest machen wir jetzt irgendwie. Oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht sterben. Oh, ich hab ihn, oder? Nein, doch, ich hab ihn. Oh, zum Glück. Aber hey, wir sind schon deutlich stärker geworden, wenn man bedenkt, wie wir damals da rumgekrüppelt sind. So, was hast du da bewacht? Das kann's nicht sein, ey. Nee, da muss noch was sein. Komm, damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Also, sage mal... Kann man da was runter machen? Nee. Also, das war ja das dümmste Weiß-Event überhaupt. Eine bekackte Seele, ey. Ach nee, da geht's hoch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört. Okay, vielleicht kommt da nochmal so ein Riese. Ich weiß ja nicht. Über aufpassen. Noch höre ich keine Stampfer. Oh Mann, ich würde mich da nie drauf trauen, ey. Das sieht alles so brüschig aus. Okay, da ist noch ein großer. Ich habe festgestellt, feueranfällig sind die Guten. Habe ich bei dem ersten Riese schon gemerkt. Ich werde es euch demonstrieren. Oh, ne. Scheiße, da ist noch einer. Da ist noch einer. Also, wie viele noch, ey? Okay, aber so sind die ja relativ gemächlich. Es sei denn, er beeilt sich und ich stelle mich blöd an. Mama! Mama! Nein, mach mir nichts. Ich will ja weg. Oh Gott, das war peinlich. Aber der Dritte hätte treffen müssen, ne? Irgendwie, ne? Da, weg mit dir. Mann, oh Mann, oh Mann. Da war noch einer, ich habe ihn gesehen. Ich nehme lieber was. Ja, super, jetzt habe ich kein Gras mehr. Die ganze Tortur ist natürlich kostspielig, aber hier haben wir noch Halbmondgras. Das muss jetzt erstmal reichen. So. Fall nicht runter. Oh Gott. So, da war noch einer, der den Schatz beschützt. Also wenn das nichts ist, Freunde, ich weiß ja auch nicht. Komm, den machen wir da nochmal. Das sieht so schön. Da kann ich nicht widerstehen. Ah, ich bin aber dann so ungeschickt in der Nähe. Obwohl, das war nochmal schön, ne? Haha, du hängst. Tschüss, mein Freund. Tschüss. So, was haben wir denn da nun? Das ist, wenn schon das so angepriesen wird, es ist Tyrell. Istarel. Na, dann zeig mir mal Istarel. Ich weiß ja nicht, ob das was für ein Magier was ist. Nein, es ist was für einen Priester. Der würde sich darüber freuen. Denn der hat dann Zauberbonus von A. Magieangriff ist auch drin. Okay, wir haben gar nicht diesen Beweglichkeitswert, den wir dafür bräuchten. Für uns leider nicht so dolle. Aber eine einmalige Waffe. Also sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen. Für die Jäger und Sammler unter uns. So, Freunde. Nur noch ein einziges weißes Event. Dann haben wir es alle. Bis gleich. Jo, Freunde. Wir befinden uns jetzt in 5-2. Ich bin an die Stelle gerannt. Ihr erinnert euch. In dem Sumpf, wo wir ständig gefailt haben. Da gab es ja die erste Nebelwand. Da sind wir jetzt durch. An den Riesen vorbei. Hier direkt am Anfang. Und wenn meine Informationen stimmen, muss ich mich jetzt einfach mal kurz in die Brühe fallen lassen. Und wir gehen mal da hinten hin. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht nach was Menschlichem aus.
Hallo. Ah, jetzt hat mich das Gift natürlich nochmal erwischt. So. Diese Person ist nur da, wenn... Ja, ihr wisst ja, wenn der Dance auf Weiß, ne? Hallo. Why? You are one of the sane ones, are you not? I am Selen of the West. I seek my brother, Garl Vinland, the knight who accompanied Saint Astrea on her travels. I believe they settled here. If you happen to see my younger brother, please tell me. I must share with him the last words of our father. Genau, das ist unsere nächste Mission. Ich rede nochmal mit dir. I heard an unflattering rumor about Saint Astrea. Have you met that herb-peddling woman? She claims that Saint Astrea is herself a demon. That woman has no reason to lie. Surely she must be mistaken. Jo, also wir sollen ihren Bruder finden und das werden wir aber nicht hier machen, sondern in, ja, 5-3 beim letzten Endgegner, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich werde euch nochmal kurz rauscutten, denn es ist ja doch ein kleiner Weg, also bis gleich. Jo, Freunde, das immer nun. Natürlich habe ich den weiten Weg nicht gelatscht, sondern ich habe den Kaltstein benutzt. Wäre verrückt, wenn nicht. Habe mich einfach umbringen lassen. Ja, mal gucken, vielleicht zeige ich das als Schmankerl, wie ich mich da getötet lassen habe. Es war eigentlich gar nicht so freiwillig, aber naja. So, ich weiß nicht genau, wo dieses Phantom sein soll. Ich habe das nämlich noch nie gemacht. Hier irgendwo. Hoffe ich, wenn meine Angaben überhaupt stimmen. Naja, so ein Phantom sollte ja relativ gut auffallen. Bist du mein Phantom? Das muss eigentlich mein Phantom sein, weil der Wächter, der war doch tot. Du kannst doch jetzt nicht schon wieder der Wächter sein oder spawnst du nach? Das, hä? Wieso lebt er jetzt auf einmal wieder? Ich habe doch deinen Drop letztes Mal gekriegt. Also das raff ich jetzt nicht, Leute, dass der noch lebt. Oder wieder lebt. Also ihr wisst genau, wir haben seinen Drop bekommen. Aber er ist es definitiv. Also, mysteriös, der Kerl. Mysteriös. Und genauso hartnäckig wahrscheinlich, obwohl, vielleicht ist das... Ach, ich weiß es nicht, ey. Ach komm, ich versuche einfach. Mein Gott, was soll's. Wenn er dann wieder so blöd anfängt, sich zu heilen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ey. Dem wenig Schaden, den wir da machen. Oh, und der macht so unglaublichen einfach. Unfassbar. Ich habe gar nicht so viel Heilung, ey. Ich schaff das gar nicht. Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf so einen Kerl, ey. Renn da einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, ich renne einfach vorbei, aber... Mal schauen, vielleicht ist da hinten das Phantom, das ich will. Vielleicht ist er wegen dem Phantom wieder da. Nee, aber da... Liegt da nicht was? Oder ist das nur mein... Ach nee, das ist eine Kerze. Das ist dann natürlich nichts. Geht er mir eigentlich noch wie ein Verrückter nach? Nö. Wer weiß, dass seine Gebieterin tot ist. Oh Mann. Wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Oh, ich brauche Heilung. Habe ich noch irgendwas an Heilung? Ja, ganz viel sogar. Geht denn das überhaupt damit weg? Ich bin gleich tot. Hallo. Das war knapp, okay. Ich brauche diesen besseren Lotus. Witwen-Lotus war es vielleicht? Nein. Ja gut, egal. Boah, ey, wie abartig. Ah, diese kleinen, ey, die sind so nervenzerreibend. Ist das jetzt mein Phantom oder nicht? Das kann nicht sein, ey. Aber warum lebt er nochmal? Ich raff das nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. So. Na gut, wir lassen den einfach mal. Ich gucke mich noch auf der anderen Seite um und ich werde halt gezwungenermaßen mal da runtergehen. Wisst ihr was? Wir können es auch anders machen. Ihr könnt mir auch genauer beschreiben, wo es ist und ich mache es das nächste Mal dann. Was ist denn da hinten? Ah ne, da kam ich her. Vielleicht irre ich mich ja auch und er ist in einem früheren Gebiet. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Natürlich könnte ich es auch nachlesen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Kommentare zu lesen ist viel angenehmer. Die machen mir auch nichts mehr, obwohl ich ihre Gebieterin getötet habe. Anscheinend haben sie es eh schon wieder vergessen. Hey, ich glaube, ich habe mein Phantom gesehen. Ich glaube, da unten steht's. Moment mal. Ich glaube, ich habe es gesehen.
Obwohl, ne, das könnten auch die... Oh, schön, dass ich das auch mal mache, ey. Warte mal, jetzt gucken wir dann nochmal. Nee, verdammt, das sind nur diese hässlichen Viecher. Mich würde schon interessieren, was die da beschützen, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich kann sie anvisieren. Hm. Komm. Räum mal doch mal ein bisschen auf dort unten. Oh, es sind aber so viele und die sterben doch nicht mal von einem. Warum treffe ich denn die nur einmal? Who knows, who knows. Oh, was war denn das jetzt? Okay, ich treffe irgendwie nicht mehr. Okay, ich spring einfach runter und schnapp mir das Item. Komm, ist mir jetzt egal. Hi. Toll. Ich bin aber sowas von überhaupt nicht begeistert, ey. Da hinten ist ja schon wieder meine... Ja, da ist schon wieder meine Tussi. Gut. Ich schleudere einfach das gute Zeug hier raus. Komm, ich gehe jetzt auf Itemjagd, damit es sich ein bisschen gelohnt hat. In dem verpesteten Mist hier. Oh. Die trifft man aber auch überhaupt nicht. Schaut euch an. Ja, mit R2 trifft man sie. Aber eher sterbe ich. Oh, komm, du musst was nehmen. Wie viele? Wie viele? Seid ihr unendlich? Okay, die schreien auch ein bisschen eklig, habe ich gerade festgestellt. Komm, jetzt sterb doch mal. Oh, Mann. So. Ey, ne, die kommen unendlich. Das leckt mich. Nö, ich will nicht mehr. Ja, schön, dass ihr mir solche Items hinterlasst, aber das bringt's mir gerade gar nicht. Nö. Ich werde sie gekonnt ignorieren, dass ich auch überhaupt nicht rennen kann in diesem widerlichen Gebiet, ey. Das ist doch so ein richtiges Hasslevel. Aber hier gibt es jedenfalls kein Phantom. So viel ist schon mal sicher. Ich würde gerne da hochkommen. Da liegen Items für mich. Hm. Wer das schafft, kommst du da hoch? Oder stirbst du gleich? Oh, er kommt sogar hoch. Sehr schön. Eine legendäre Heldenseele. Ja, jetzt könnte ich ja mal den Lotus benutzen. Danke. Und wir schnappen uns das. Sieht doch schon besser aus. So. Ich hab's euch ja versprochen. Irgendwann fahren wir es noch. Und da ist noch was für uns. Quecksilber? Okay. Oh, nee. Ich glaube... Oh, komme ich hier nochmal raus? Ich glaube, das ist mein Todesurteil. Aber das ist gar nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts. Wir sind tot. Ja. 1000 Seelen verloren. Ich glaube, da... Das kann ich gerade noch so verkraften. Ich renne jetzt einfach noch mal kurz zurück. Weil hier ist anscheinend kein Phantom. Hier ist nix. Aber ich weiß nicht. Ich werde auf der anderen Seite bestimmt auch nichts finden. Ich glaube nicht, dass der Typ, der Wächter, mein Phantom ist, oder? Es muss ja auch rot sein. Ein Phantom ist doch immer so rötlich. Oder meinetwegen auch bläulich. Irgendwas ist es. Aber nicht sowas. Nee, ich glaub's auch nicht, dass das jetzt hier irgendwo rumlungert, ganz ehrlich. Bevor ich jetzt hier anfange, drum rumzusuchen, überlasse ich euch die Antwort. Dann werden wir im nächsten Part... Ja, vergifte mich halt. Ist mir egal. Jawohl, im nächsten Part werde ich diese letzte weiße Quest abschließen, indem ich das Phantom finde und dann meine Belohnung bei der Tussi hole. Und dann werden wir nahtlos mit den schwarzen Events anfangen. Ja, anfangen. Jawohl. Das ist der Plan. Ich denke, die schwarzen werden dann auch nochmal einen gesamten Part benötigen, denn wir müssen ja dann erstmal diese weißen komplett ins Schwarze machen. Gut, das ist einfach. Man muss in jeder Welt dreimal sterben oder viermal. Das ist schnell gemacht. Aber es ist natürlich auch anspruchsvoller. Ich lasse mich jetzt absichtlich sterben. Keine Angst. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe bis zum Kaltstein. Ich benutze doch jetzt kein Item. Bin mir viel zu blöd. Ja, ich hätte auch rennen können, aber es ist mir einfach egal. Ja, die Schwarzen sind dann natürlich auch schwieriger wie die Weißen, denn die Gegner sind schwieriger und es kommt auch öfters zu Begegnungen mit Feinden, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Das machen wir dann, wie gesagt, das nächste Mal und so anschneidig ein bisschen das übernächste Mal. Übernächstes Mal dann bestimmt auch noch ein bisschen in Welt 3 weiter. Und wer weiß, vielleicht ist das übernächste Mal ja schon so ein... Finale. Wer weiß. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben ja die Zeit und ich freue mich auf den nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Demon's Souls.